Achtung! Dieses Buch könnte Ihren Glauben zerstören. Sie könnten damit Ihren Geist von den Fesseln der Religion befreien, wenn Sie aufgeschlossen und ehrlich über den Inhalt nachdenken und Ihren von Geburt an erhaltenen logischen, gesunden Menschenverstand gebrauchen. Denn der Verstand und die Logik sind die größten Feinde der Religionen. Ein weiser Mann namens Jesus soll einmal gesagt haben: Die Wahrheit wird euch frei machen. Er hatte recht. Wer sich der Wahrheit nähert, wird sich von den Religionen und deren Dogmen befreien und sich von ihnen abwenden. Diesen Weg einzuschlagen, würde ihn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar ein wahrhaft liebevoller und barmherziger Gott empfehlen, wenn dieser wirklich existieren würde. Sollten Sie nach dem Lesen dieses Werkes vorübergehend einen Psychologen brauchen, weil Sie die Sinnlosigkeit Ihres Glaubens erkannt haben, ist es immer noch besser, als Ihr ganzes weiteres Leben lang ein Sklave Ihrer Religionsvertreter zu sein. Bitte fragen Sie nicht Ihren religiösen Führer, denn dieser wird Ihnen von vornherein davon abraten, dieses Buch zu lesen, da er sonst möglicherweise seine Macht über Sie und Ihre Mitgliedsbeiträge, Steuereinnahmen und oder Spenden verlieren würde.